Es ist ein waschechtes Abstiegsdrama. Im letzten Spiel der Endrunde der Oberliga Niederrhein, der FSV Duisburg empfängt den SC Düsseldorf West. Beide Teams punktgleich, aber nur eins wird die Klasse halten können. Der FSV braucht einen Sieg, um auf dem sicheren 7. Tabellenplatz zu landen. Düsseldorf West um Spielertrainer Martin Wagner reicht theoretisch ein Unentschieden, sollte Konkurrent Stärkrade Nord das Parallelspiel in Nettetal nicht gewinnen. Insgesamt 900 Zuschauer bei diesem Überlebenskampf der FSV in Blau von links nach rechts. Serda im Zusammenspiel mit Tunsch. Klasse und schnell kombiniert. Kayoglu! Ein Traumtor zum Einstand. Nach 7 Minuten steht es 1:0 für den FSV Duisburg. Nurettin Kayaoglu hat Zweitliga-Erfahrung in der Türkei und die nutzt er auch bei diesem Abschluss. Nichts zu halten für Püker. 3 Minuten später die erste Antwort von Düsseldorf West. Schreuers mit dem Ball für Lütgen. Weit über das Tor, Stand jetzt ist der SC Düsseldorf West abgestiegen. Momo Dahir, eigentlich nur Co-Trainer, heute für den erkrankten Cheftrainer Dirk Pusch an der Seitenlinie, beordert seine Mannschaft weiter nach vorne. Die nächste Freistoßgelegenheit über Tunsch. Und der findet Mulas. Sehenswerte Hechtparade von Püker. Diesmal kann der Torwart den zweiten Treffer verhindern. Ecke Düsseldorf West. Korsten verlängert. Lütgen! Macht den Ausgleich nach 27 Minuten. Marco Lütgen mit seinem 14. Saisontor. Er wird definitiv in der Oberliga bleiben, wechselt zum 1. FC Monheim, aber möchte vorher seiner Mannschaft helfen, das Gleiche zu tun. Und das macht er durch diesen Treffer, vollkommen freistehend, Ihara, ohne jede Chance. So wäre das Team von Spielertrainer Wagner auf das Ergebnis in Nettetal angewiesen. Deswegen probieren sie es weiter. Schreuers. Lobato. Schlecht geklärt. Lütgen. Ihara dazwischen und auch Wagner abgeblockt. Nach 31 Minuten die Chance zur Führung für den SC Düsseldorf West. Die Partie, jetzt ein offener Schlagabtausch. Tunsch mit dem weiten Ball für Ota! Ein sensationeller Treffer. Nach 33 Minuten macht Sakaki Ota den erneuten Führungstreffer. Der Japaner mit seinem 2. Saisontor und dieser sehenswert und technisch anspruchsvoll setzt sich erst gegen Akpulut und dann gegen Püker durch. Die Gästebank dementsprechend bedient, ratlos, denn es bleibt zur Pause beim 2:1 Halbzeitstand und Momo Dahir bespricht noch mit seinem Sportdirektor nicht nur letzte Anweisung für die Pause, sondern auch, dass dieser den Kick-TV-Kanal abonnieren sollte. In Nettetal steht's übrigens 1:1. Düsseldorf West braucht dringend den Befreiungsschlag. Senic. Lütgen abgelegt für Schreuers. Der Kapitän wird sich nach der Saison dem Bezirksligameister FC Büderich anschließen. Vom Klassenerhalt sind sie gerade weit entfernt. Odendahl setzt sich durch in der Mitte. Senic. Bayrak rettet vor Milan Senic, dieser ja in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet. Die Gäste drücken natürlich nach vorne, sie brauchen den Ausgleich, aber das bietet Räume. Kayaoglu gegen 2 setzt sich durch und hat immer noch ein unfassbares Tempo. Nurettin Kayaoglu für Sesan! Das Traumsolo von Nurettin Kayaoglu wird nicht belohnt, er ja auch U-Nationalspieler der Türkei gewesen. Ein Mann mit riesigen Anlagen, das gefällt auch Momo Dahir. Das Ergebnis bleibt aber weiter knapp. Odendahl mit dem Ball für Lütgen. Zu zentral geschossen, Ihara reagiert gut beim Versuch des zweiten Treffers von Marco Lütgen. Der FSV würde jetzt den Deckel gerne drauf machen. Schark hier. Kayaoglu. Im 1 gegen 1 den Gegner stehen gelassen. Kayaoglu. Weit über das Tor. Schwungvolle Phase des FSV jetzt. Schark hier mit dem Pass für Sesan.
3:1 nach 71 Minuten. Boran Sesen, er ist so wichtig für seine Mannschaft. Bereits sein 15. Saisontreffer. Schnell Erinnerungsfoto gemacht, um sich zu erinnern an diese Szene. Schnell kombiniert der Doppelpass von Sesen und Shakir. Und dann legt er ihn an Püker vorbei. Kurz darauf noch ein Schicksalsschlag für Nurettin Kayaoglu, kann es nicht mehr weitergehen. Der Spieler des Spiels muss raus nach 77 Minuten. Für ihn kommt Andich für die Schlussphase. Dennoch spielen sie jetzt befreit auf. Der Ball für Shakir. Yasar Shakir eigentlich ja noch für die U19 unterwegs. Hier fast mit seinem Debüttreffer in der Oberliga. Wieder Shakir, er kann befreit aufspielen, macht das auch, geht ins 1 gegen 1, gegen 2 und kommt da irgendwie dran vorbei. Rechts Sesen sieht Özcan! Die endgültige Entscheidung! Nach 88 Minuten macht Alihan Özcan alles klar, der FSV Duisburg wird in der Oberliga bleiben. Und er kommt erst 4 Minuten nach seiner Einwechslung. Das ist sein erster Einsatz für den Verein. Und dann macht er diesen Treffer. Eine unfassbare Geschichte. Und vor allem die letzte Szene der Partie. Der FSV Duisburg gewinnt mit 4:1 gegen den SC Düsseldorf West und bleibt in der Oberliga Niederrhein. Das bedeutet gleichzeitig den Abstieg der Gäste, die natürlich bedient sind. Trotzdem, die Feierlaune ist jetzt natürlich riesig, auch beim Torschützen Boran Sesen, dieser bei Jan-Philipp Molitor. Also, die wollen ja in der Zukunft, reden die ja meistens davon, hochzukommen. Aber diese Saison war natürlich ein bisschen schwieriger. Wir standen da, also das haben wir natürlich am Ende nicht so erwartet, dass wir da unten mitspielen. Aber jetzt ist alles geschafft und ich denke, dieser Klassenerhalt ist so wichtig, dass wir dann jetzt für die Zukunft gucken können, wie es weitergeht. Und ja, wir sind überglücklich halt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir das geschafft haben. Ne? Jetzt in der Landesliga anzufangen, das wäre katastrophal, auch für den Verein, ja. Was passiert dir jetzt heute noch? Reißt ihr da vorne die Hütte noch ab? Auf jeden Fall, also wir haben da ein paar Jungs, die können gut feiern und da sind wir auch ganz oben dabei. Auf jeden Fall sind wir da, ja. Und das machen sie mit ihren 900 Zuschauern. Glückwunsch zum Klassenerhalt FSV Duisburg.